geometrische Folgen. Bei einer arithmetischen Folge haben wir ja immer mit derselben Zahl addiert, sozusagen eine lineare Zunahme oder Abnahme, also mit derselben Zahl addieren oder subtrahieren, also Plus oder Minus. Bei einer geometrischen Folge müssen wir multiplizieren mit derselben Zahl die ganze Zeit. Und wir haben also eine exponentielle Zunahme oder Abnahme eigentlich. So, wenn man sich schaut, okay, wie könnten die Glieder so eine Folge ausschauen, wenn wir, das heißt, B1 ist, also B1, okay, B1 gleich B1, dann ist B2 ist gleich B1 mal Q, B3 ist gleich B1 mal Q hoch 2 und so weiter, und Bn sozusagen wäre dann B1 mal Q hoch, wenn da 3 steht da 2, wenn da 2 steht da 1, also müssen B1 dann noch Qn-1 Schritte machen, sozusagen mit n, Q hoch n-1. So wenn zum Beispiel, sagen wir, B1 ist gleich 3, Q ist gleich 2 zum Beispiel, dann ist B2 ist ja gleich 3 mal 2, also 6. B3 ist dann gleich 3 mal 2 hoch 2, also 12 und so weiter. Und dann Bn ist ja dann gleich 3, also B1 mal 2 hoch n minus 1. So, das ist sozusagen die Formel so gesehen. Machen wir vielleicht noch dazu ein Beispiel. Sagen wir, dass wir wissen, B5 ist gleich 5, B8 ist gleich 40. Und wir wollen wissen, also B1 wollen wir kennen und Q wollen wir kennen. Da müssen wir schauen, aha, gut. B8, also der B8 ist ja dasselbe wie B5, nur dass wir noch 3 Schritte gehen müssen, also 6, 7, 8. Also 3 mal tun wir mit Q multiplizieren, also mit Q hoch 3, also Q mal Q mal Q. Und dann haben wir unsere Gleichung. Für B8 war 40, B5 ist 5, mal Q hoch 3. Dividieren mit 5. 40 durch 5 ist 8. 8 ist also gleich Q hoch 3. Dann machen wir die dritte Wurzel, damit wir Q herkriegen. Und dritte Wurzel aus 8. Und ja, man erkennt wahrscheinlich, dass 8 ist ja dasselbe wie 2 hoch 3, also dritte Wurzel aus 2 hoch 3. Und dann Wurzel ist ja ein Drittel, 3 Drittel ist 1, so Q ist gleich 2. Und dann haben wir Q, das war gefragt. Wir wollten aber noch auch B1 haben. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel B5. Wir wissen ja, dass B5 ist ja gleich B1 mal Q hoch was? 4. Schritte. Das heißt, dass 5, weil B5 war 5, ist gleich B1 mal Q war 2, 2 hoch 4. 2 hoch 3 wissen wir ist 8, 2 hoch 4 ist 16. Wir haben also 5 ist gleich B1 mal 16, dividieren mit 16 und bekommen dann das 5 durch 16 ist gleich B1. Oder B1 ist gleich 5 durch 16. Und das sind dann die Zusammenhänge. Zu schauen, dass wir immer mit Q multiplizieren müssen. Und so können wir zum Beispiel Gleichungen lösen.